Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wie immer. Und zwar gibt es heute einen XXL Stallvlog. Und wir werden als erstes anfangen mit dem Paddock. Wo sind eigentlich die Ponys? Die stehen gerade auf dem Paddock da hinten. Und wieso? Weil wir hier heute das Paddock auslegen werden und dann stören die Ponys, wenn die hier die ganze Zeit rumlaufen. Was heißt auslegen? Jetzt gerade sieht der nicht so matschig aus, aber der war richtig, richtig matschig. Man kennt es ja hier in Deutschland. Es regnet einfach viel zu viel. Und deshalb haben wir uns das INB-System von Horses Home bestellt. Kommt mal mit, das steht hier nämlich hinten schon auf dem Paddock. Das steht hier schon eine ganze Weile. Wir haben es nur noch nicht geschafft, das zu verlegen. Und zwar handelt es sich um diese Paddockplatten. Davon haben wir jetzt 100 Quadratmeter bestellt, damit ungefähr, ich hoffe es einfach mal, ein Drittel vom Paddock damit ausgelegt wird. Wer ist eigentlich da hinten? Oh, Michelle arbeitet schon. Wenigstens eine Person, die arbeitet. Damit die Ponys halt auch im Winter hier stehen können und nicht einsinken in der Matsche. Das ist nämlich nicht so gut. Dann können nämlich auch Krankheiten wie Mauko oder so kommen. Und das wollen wir ja nicht. Und deshalb gibt es jetzt diese Paddockmatten. Und wieso INB? Und wieso nicht andere Paddockmatten? Das System ist einfach super easy. Man kann die einfach wie so ein Lego-System ineinander stecken. Man braucht keine Unterschicht im Boden, sondern am besten ist einfach vernünftiger Mutterboden tatsächlich, der am besten auch noch matschig ist. Bei uns hat es die letzten Tage mal nicht geregnet und deshalb ist der Boden noch relativ trocken. Also wenn wir es schaffen, die zu verlegen, ich glaube, dann schafft es auch jeder andere. Dann sind die idiotenproofed. Die drei Blondinen, also ich zähle mich jetzt mal dazu. Als allererstes möchte ich euch das grandiose Team vorstellen. Drei Menschen werden jetzt hier das Paddock verlegen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich muss sagen, die Platten sind echt nicht so schwer. Die kann man ganz easy tragen. Wir schauen jetzt erstmal, wie gerade Michelle hier den Untergrund gemacht hat, denn der muss ziemlich gerade sein. Dann fangen wir hier an und legen erstmal eine Reihe und dann die nächste Reihe, die wir dann da wieder reinstecken. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil wir überall diese Balken haben in dem Unterstand, dass wir die nicht direkt an die Wand legen, aber man muss sowieso ein bisschen Platz lassen. Bei Hitze, wenn die sich ausdehnen oder im Winter, wenn die sich zusammenziehen, damit die ein bisschen Spielraum haben. Aber das sieht gut aus, da können wir jetzt weitermachen. Wir machen jetzt einfach künstlichen Matsch. Das Wichtigste ist, dass ihr keinen feinkörnigen Sand nehmt, sondern am besten wirklich Mutterboden oder Matsch, damit sich die Platten richtig am Boden festsaugen können. Selbst ist die Frau. Die Platten sind übrigens aus 100% recyceltem Kunststoff. Bin gespannt, wie das jetzt funktioniert. Einfach so und dann ineinander legen. Jetzt haben wir zwei nebeneinander, aber es ist echt nicht ganz eben hier. Ja, wir müssen nochmal haken. Die erste Reihe liegt schon fast und jetzt kommt die letzte Platte, die alles entscheidende. Passt es? Passt. Oh, wow, perfekt. Und mit den Balken hier passt es halt auch perfekt. Oh mein Gott. Besser hätte es nicht laufen können, weil sonst muss man die noch abschneiden. Weiter geht's mit der zweiten Reihe. Ich habe mich gerade schon gefragt, was hier diese Lücke soll und ich habe einfach nicht aufgepasst bei der Anleitung. Wie funktioniert das nämlich? Genau, man muss jetzt hier die zweite Reihe legen. Das machen wir ja jetzt gerade schon. Wenn die Reihe gelegt ist, dann steckt man die in die erste Reihe. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Man fängt dann hier an, die schöner schon mal ranzulegen. Ich glaube, beim nächsten Mal legen wir die direkt sozusagen dann schon näher dran. Man lernt. Es passt einfach perfekt. Also die Fläche, die überdacht ist, ist schon ausgelegt. Jetzt haben wir nur diesen einen Pfeiler hier im Weg und dafür müssen wir jetzt einmal was rausschneiden, damit wir auch da perfekt eine Platte hinlegen können. Ich benutze jetzt eine Flex. Ich habe die noch nie alleine benutzt. Ich bin gespannt. Irgendwie geht das nicht so gut. Ich glaube, das ist zu dick. Ich hole mal eine Stichsäge. Bisschen schief gesägt, aber es geht auf jeden Fall. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Passt es oder passt es nicht? Oh, ich glaube, das war ein Loch zu viel, Tom. Ach, geht schon. Wir müssen das gleich noch ranschieben, deshalb ist da hier noch ein bisschen mehr Platz. Ja, es ist in Ordnung. Aber. So, was kommt als nächstes? Der nächste Pfeiler. Ja, das ist doch perfekt. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier die ganze Reihe weiter. Ja. Bis da hinten. Die Platten zu verlegen macht einfach richtig Spaß. Wir haben gerade schon gesagt, uns erinnert das an irgendwie so ein Spiel, wo man sich dann so einen Weg bauen muss. Ja, aber schaut euch Michelle an. Sie steht so auf der Brücke, baut sich das nächste Stück. Super. Wie genau. Also es macht wirklich richtig Spaß. Wir haben hier jetzt fleißige Hilfe bekommen und zwar von Bodo. Er holt jetzt immer von hinten die Platten mit dem Trecker. Das geht einfach viel besser als mit der Karre. Genau, und jetzt stapeln wir hier die Platten und wir haben hier jetzt schon richtig viel verlegt. Sieht schon so gut aus, ne Tom? Ja, wir haben die eine Seite, die Michelle hier schon verlegt hatte, nochmal weggenommen und haben von da angefangen. Dann wird es auf jeden Fall gerade und passt alles. Als kleine Stärkung gibt es für uns jetzt erstmal ein bisschen Eis. Lecker, ja, lecker!
Ich habe Rocher. Kennt ihr Rocher? Und Stracciatella. Kennt, glaube ich, jeder. Was habt ihr eigentlich? Ich habe Joghurt. Mit nice. Sahne. Und du? Ich habe After Eight und Rocher. Ich finde After Eight so schlimm. After Eight sieht halt aus wie Stracciatella. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Es ist mittlerweile schon 19 Uhr. Ich habe das Gefühl, dass der XXL-Vlog morgen dann weitergeht, denn wir sind noch nicht fertig geworden. Das war schon ziemlich viel Arbeit. Hier musste ja auch ein paar Kanten ausgeschnitten werden und so. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für heute. Mit den Pferdchen mache ich heute auch nichts mehr. Die haben heute einfach mal frei. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Weiter geht's mit dem zweiten Tag. Ich werde heute als allererstes was mit den Pferdchen machen. Wo ist Gollum hin? Gollum ist einfach weggelaufen. Ich war gerade so in Gedanken versunken. Der Vogel ist einfach aus der Box gelaufen. Oh mein Gott. Da! Gollum! Was machst du da? Komm hier raus! Komm jetzt mit! Rein da! Nee, stopp! Geh zurück! Da gibt's Essen oder was? Eieiei. Das war ein Schreck. Ich dachte so, wo ist der denn hin? So, mitkommen der Herr. Kurzer Schockmoment, ey. Ich dachte, Gollum wäre jetzt weg. Gut, dass er nicht einfach wegrennt. Hella, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Du bist weggelaufen und hast die Türsperrangel weit offen gelassen. Und irgendwann drehe ich mich um und Gollum war weg. Warum sollte er denn rausgehen? Er ist rausgegangen. Und wo stand er? In der Box. Oh, nicht sein Ernst. Wieso passiert sowas halt immer? Weißt du, was ich für einen Schock hatte? Den musst du auch haben, wenn mein Pferd weg ist. So in Gedanken. Schau mal, wie süß. Oh. Während Hella jetzt ihr Pferdchen fertig macht, mache ich hier weiter auf der Baustelle. Hier sieht man so ein bisschen, dass da so in dem Boden überall Wellen drin sind. Die müssen alle mit Sand ausgefüllt werden. Und das ist nicht wenig Arbeit. Bist du auch mal fertig? Ja, endlich. Wir wollen jetzt erstmal eine Runde rausgehen und dann geht's noch in die Halle. Viel Spaß, dann bleib ich hier. Ja, okay. Nicht, dass ich wieder mitlaufen muss. Bis später. Tschüss. Oh. Es ist heute irgendwie so extrem windig. Ich glaube, man kann es hier so ein bisschen erkennen. Boah, und Gollum ist dann immer wie so ein aufgescheuchtes Reh. Das ist alles gut. Ja, wir waren draußen, es war ziemlich wild, wenn ich das mal so nennen darf. Vielleicht kannst du ihn führen, dann baue ich mir noch ein paar Stangen und Cavalettis auf. Ich habe die Cavalettis jetzt erstmal irgendwo hingestellt, sodass ich die halt gut anreiten kann von beiden Seiten. Hier in die Mitte habe ich mir noch Stangen gelegt, da auch nochmal ein Cavaletti. Vielleicht kann ich ja die dann auch in Kombination reiten. Habe ich noch nie gesehen bei dir. Cavalettis und Stangen, also so random halt. Während Hella hier noch ein paar Runden reitet, fällt mir auf, wie lange ich sie einfach nicht mehr hier in der Halle gefilmt habe. Irgendwie haben wir so lange kein Video hier mehr gedreht. Zurück in die Zukunft wollte ich schon sagen, aber zurück in die Vergangenheit, wo wir hier mal jede Woche ein Video gedreht haben. Jetzt drehen wir so viele andere Videos auch noch. Wir müssen hier mal wieder öfters Videos drehen, Leute. Das war schon richtig gut, also hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Halsring. Nochmal? Würde ich sagen. Ja. Es waren schon 15 Minuten oder so. Ja, das reicht ja noch nicht. Ich will heute noch fertig werden mit dem Paddock. Ja, aber ich muss mein Pferd auch richtig auslassen ja, dabei. Ja, sieh zu. So. Zack. Und jetzt Zügellein. Sehr gut, Tom. We'll be right back.
hat richtig Spaß gemacht. Gordon war heute richtig gut drauf. Und auch am Heizring hat das alles richtig gut funktioniert. Sehr schön. Darf ich jetzt weiterarbeiten? Ja. Okay, danke. Du willst unbedingt weiterarbeiten, ich glaub's ja nicht. Ich will heute fertig werden. Ja, ich auch. Gollum durfte sich nochmal wälzen in der Halle. Und jetzt kommt er wieder ab in die Box. Dann gibt's noch sein Futter. Und dann stelle ich ihn auf die... Hey, falsche Box. Also, was ist heute los, Gollum? Du hast in deiner Box selber genügend. Also, eigentlich läuft er mal gut mit. Aber heute anscheinend irgendwie nicht. Aber er weiß eigentlich, dass das hier seine Box ist. Es ist halt einfach so süß. Unsere Stallkatzen legen sich hier immer ins Heu und genießen die Mittagspause. Sorry, aber wie süß seid ihr eigentlich? Wie süß kann man sein? Die letzten zwei Platten, dann haben wir alles aufgebraucht. So. Yay. Wow. Geschafft. Unglaublich. Ich hätte gedacht, das dauert noch länger. Und jetzt ist so ein Drittel vom Paddock einfach mit dem Platten. Das ist so perfekt. Das Paddock ist jetzt soweit fertig. Also die Platten sind verlegt. Und jetzt kommt hier noch oben drauf Sand. Da haben wir unseren Stallbesitzer direkt mal losgeschickt. Und er liefert uns jetzt hier mit dem Sand. Sehr gut. Alles in die Löcher. Der Sand wird mehr und mehr. Wir sind jetzt auch schon in der Hütte. Hier kommt nämlich eine ganz dünne Schicht Sand rein. Also so, dass die Löcher gefüllt sind. Denn hier im Unterstand kommen auch noch rote Matten drauf, damit die Ponys es weich haben, wenn die sich hinlegen wollen. Wie auf so einem Spielplatz fühlt sich das ein bisschen an. Vielleicht ist das sogar das Gleiche. Auf jeden Fall tun wir die jetzt in die Ecke. Aber die verankert man dann noch richtig von unten, dass die auch nicht rutschen, kommen die dann hier so rein. Wir haben jetzt hier auch noch zwei Matten hingelegt, damit die Heuraufe darüber kann. Da hinten liegen nämlich schon genug und da kommt die auch schon. Ich habe die jetzt noch ein bisschen zurechtgerückt und jetzt müsste die ungefähr mittig stehen. Was ein Luxus-Paddock. Mega. Wirklich krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir hier noch so was Schönes draus zaubern können. Was man alles für die Shetties macht. Hier noch ein kleines Update von mir. Ich habe hier nämlich ein bisschen gebastelt und ausgeschnitten, weil der Pfeiler musste irgendwie umschnitten werden, aber das sieht gut aus. Hier wird auch noch fleißig Heu aufgefüllt. Und René, was ist dein Job? Er geht einfach hinters Haus. Ich mache jetzt einmal diesen mega ekligen Wasserbottich sauber. Der hat sich so richtig grün verfärbt. So wie das Wasser im Hintergrund. Lecker, ja. Lecker. Wir bauen in der Zeit in dem Unterstand eine kleine Heuraufe noch an. Das Ding soll jetzt hier an die Wand. Oh, Michelle, was hast du denn hier schon angestellt? Mann, ey. Aber die Heuraufe hängt und ist schon befüllt. Und ist richtig stabil. Ja, der Unterstand ist hier schon wieder komplett dreckig. Überall sind Fußabdrücke, obwohl die Ponys hier noch nicht mal drauf waren. Deshalb versuche ich das jetzt hier so ein bisschen zusammen aufzufegen. Hella, es sieht halt gut aus. Also die Ponys werden es nicht sauberer hinterlassen. Doch. Also ich sehe Hella hier schon jeden Tag, für die ersten zwei Tage, den ganzen Tag fegen. Willst du den Ponys hier nicht auch noch irgendwie Toilettenpapier hinhängen? Ja, das wäre auch gut. Oder ein Kleiderschrank habe ich mir auch schon überlegt. Die Ecke wäre super, damit die sich dann auch umziehen können. Frischen Schlipper. Genau. Unglaublich, aber wahr. Wir haben es geschafft. Das Paddock ist endlich fertig und es ist so traumhaft schön geworden. Wir hätten selber nicht gedacht, dass wir es endlich noch schaffen. Und jetzt würde ich sagen, holen wir mal die Ponys und schauen mal, wie Valentine auf das Paddock reagiert. Darf Valentine als erstes hier rauf? Ja, natürlich. Also, wenn Valentine sich da nicht gleich direkt wälzt, dann wälze ich mich da. Ja, das will ich sehen, Tom. Noch ist der Sand sauber. Das machst du so oder so. So, ihr Kleinen, na? Ja, so ein so. Chaos hier. Ist eine Messi-Bude. Ja, hier ist wirklich die Messi-Bude. Und jetzt geht's in das 3-Sterne-Apartment. 5 Sterne. In das 10-Sterne-Apartment. Ich freue mich so. Let's go. Erstmal darf natürlich Valentine und drauf. Ich will ja kein Pferd bevorzugen. Nachher stellt er sich direkt ans Tor und will wieder runter. Nein, wehe Valentine. Das ist wirklich der größte Luxus, den die je hatten. Ja, Valentine, schau mal. Neuer Sand. Ey, nicht da hinten hin. Bleib hier auf dem Weißen. Ja, gut. Oh, aber Paul, du schätzt das, ne? Juhu. Er freut sich. Er weiß gar nicht, wohin. Ja, schau mal. Wow, sie gehen da sofort rein. Ja, let's go. Schön wälzen. Okay, dann würde ich sagen, holen wir auch mal die anderen Ponys. Valentine hat hier gegraben, um zu schauen, was da drunter ist. Was haben die hier gemacht? Ah, Platten verlegt. Okay, erstmal spielen. Paul weiht auch schon das nächste Buffet ein. Das ist der Nachtisch, Paul. Aber die Matten scheinen denen nichts auszumachen, beziehungsweise zu gefallen. Junge, Valentine, wo kommt die ganze Energie her? Ja. Oh, er war mit allen Vieren in der Luft. Hallo. Ja, hallo. Hier geht die Party richtig ab. Die Ponys sind sehr glücklich.
Also Tom, bei Valentino haben wir ja schon gesehen, wie er sich wälzt, aber wir wollen das Ganze eigentlich nochmal bei dir sehen. Ich sehe das eher als Vergnügen an, mich jetzt endlich hinlegen zu dürfen. Valentinos Blick einfach nur so, oh mein Gott. Sandengel. Echt krass, wie cool das geworden ist. Ich finde es auch mega. Oh, wie süß. Glaubt, der Sand gefällt ihm sehr gut. Was macht er halt? Falls ihr mehr Infos zu den Platten und dem INB-System haben wollt, weil ich glaube, viele von euch haben auch das gleiche Problem mit matschigen Paddocks im Winter, dann schaut gerne nochmal in der Infobox vorbei. Da tue ich euch den Link von dem Horses Home Shop rein. Außerdem findet ihr da auch noch einen Rabattcode, der sich natürlich bei so einer Fläche, wie wir es jetzt haben, ziemlich im Preis bemerkbar macht. Außerdem, es reichten ja auch nur ein paar Quadratmeter, falls ihr einfach wollt, dass eure Ponys zum Beispiel nur um die Heuraufe oder so trocken stehen. Alle wichtigen Infos sind also in der Infobox verlinkt. Schaut da unbedingt vorbei und jetzt mache ich noch was mit Valentino. Ich habe Valentino jetzt schon fertig gemacht. Er hat jetzt was ist das denn? Kann man sich hier festhalten? Ja, du kannst dich jetzt draufsetzen. Nee, so wie der ihm gebockt hat. Das war auch nur ein Scherz. Ist das Rodeo? Ja, ich habe nämlich jetzt diese Doppellonge dran gemacht. Du siehst, es sind wie zwei Zügel. Das ist quasi außen, der ist einfach ganz normal dran gemacht. Und hier auf der Innenseite habe ich jetzt diese Technik, dass man hier einmal durchgeht, dann durch den Ring und dann durch den Gebissring und dann wieder zurück und hier eingehakt. Und jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Tom, du musst die Peitsche machen, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe mit ihm und er noch gar nicht so genau weiß, was er tun soll. Deshalb ist es besser, wenn ich die Hände für die Longe, Doppellonge nennt man das, glaube ich, frei habe. Schau mal, hier wurde extra gefahren für uns. Wow. Jetzt stellen wir uns in die Mitte. Tom, das ist eigentlich so wie beim normalen Longieren, was ja auch schon immer super klappt mit Valentino. Das kann ja wild werden. Ja, aber es klappt sogar besser. Also beim ersten Mal hat es tatsächlich besser funktioniert. Er ist halt vertüdelt. Oh, Valentino. Vorsicht. So schon mal gar nicht. Ja, er will zum Rasen. Okay. Oh. Fängt schon mal gut an. Erstaunlicherweise hat das dann nach kurzer Zeit doch ziemlich gut funktioniert und er hat das Prinzip der Doppellonge verstanden. Er ist schön außen rum gelaufen und hatte super viel Energie, deshalb haben wir ganz viele Trab-Galopp-Übergänge gemacht. Ich glaube, das tat ihm sehr gut, aber zwischendurch mussten natürlich die Bockeinlagen sein. Es ist natürlich immer noch Valentino. Und auch auf der anderen Hand, ja, seht selbst, er musste dann immer zwischendurch ein bisschen bocken. Dadurch, dass Tom dann die Peitsche in der Hand hatte, war das ziemlich praktisch, weil ich konnte einfach ganz normal in der Mitte stehen bleiben und Tom konnte ihn dann wieder ein bisschen antreiben, dass wir uns nicht so lange an dem Bocken aufhalten. Ich versuche das einfach zu ignorieren und einfach weiterzumachen. Ja, und das hat dann auch super funktioniert. Wir haben dann noch ganz viele Übergänge gemacht und dann war ich auch richtig happy und irgendwann hatte er dann auch keine Energie mehr zum Bocken, sondern hat richtig schön mitgearbeitet. So, dann würde ich sagen, bringen wir ihn mal wieder zurück zu den anderen. Er hat das sehr gut gemacht, aber es wird jetzt ja auch langsam schon dunkel. Deshalb hören wir jetzt auf. Aber er lief richtig schön. Ich finde das krass, dass auch ein Chatty so schön in Anlehnungen laufen kann. Ihr habt es gerade nicht gehört, aber die anderen wiehern schon nach ihm. Das ist keine Pony-WG mehr, das ist jetzt eine Pony-Villa. Das war's mit dem XXL-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt 2 Tage lang dieses Paddock gebaut. Muss sagen, ich bin sehr, sehr happy, wie es geworden ist. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wir müssen unbedingt filmen, wenn es hier mal regnet. Ja. Ich bin gespannt. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ein kleiner Nachtrag noch zum Video. Es ist 1:30. Es hat in Strömen gegossen und ich habe gedacht, ich muss einfach in den Stall fahren. Mich interessiert es wirklich selber. Wenn man es selber gebaut hat, dann will man auch sehen, dass es funktioniert. Und deswegen bin ich jetzt mitten in der Nacht in den Stall gefahren und schaue mir jetzt das Pony-Paddock an. Es hat wirklich so krass geregnet. Das Auto steht hier komplett in so einer fetten Pfütze. Also es hat wirklich sehr geregnet. Und ich bin auch sehr gespannt, ob die Ponys unter der Unterdachung stehen oder ob sie im Regen stehen. Boah, es ist so nass. Da stehen auf jeden Fall welche an der Heuraufe, 2 Stück. Aber der Rest scheint sich untergestellt zu haben. Und hier sieht man schon, hier sieht es relativ trocken aus. Ja, hier ist ein bisschen Wasser. Aber man sinkt nicht ein. Das sieht gut aus. Na ihr? Und wenn ihr euch das mal da vorne anschaut, hier sinkt man auch schon wieder ein. Aber da steht das Wasser überall. Und hier, da sind die anderen Ponys. Hallo. Na, habt ihr euch untergestellt? Valentino, Paul, bist ganz nass.
Bist du ganz nass? Na ihr? Oh oh, das tropft hier. Das müssen wir ganz dringend reparieren. Hier sieht man, wo es getropft hat. Aber man sieht auch, dass hier der Boden fest ist, auch wenn hier ein bisschen Wasser steht. Aber es hat auch wirklich sehr krass geregnet, wie man da drüben sieht. Es ist hier echt fest. Man sinkt nicht ein. Nachts am Stall 2.0. Ich glaube, die sind müde. Ich auch. Deshalb gehe ich jetzt auch wieder nach Hause. Aber ich wollte mich einmal selbst davon überzeugen. Und man sieht auf jeden Fall den krassen Kontrast zwischen hier und da hinten. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Und damit war es jetzt offiziell mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.